und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elden Ring, Part 142. Ja, wir sind nach wie vor hier in den Randgebieten der Hauptstadt unterwegs und haben einen weiteren niederen Erdenbaum gefunden. Ja, davon gibt es ja mehrere. Und diesmal war da nicht so ein Baumschmuser dabei, ne, sondern relativ normale Gegner, die aber sehr viel mit Fluch um sich geworfen haben. Ja, da musste man so ein bisschen aufpassen, ne? War nicht gerade ungefährlich. Ach, hier kann man sich auch Hilfe, oder hätte man sich Hilfe rufen können. Ja gut, war jetzt nicht unbedingt erforderlich. Man musste halt nur ein bisschen aufpassen. Ein bisschen vorsichtiger sein, ne? Ja, wieso? Das ist ja eigentlich so generell üblich oder sollte üblich sein, dass man die Vorsicht walten lässt, ne? Hinter jeder Ecke kann ein neuer Gegner hocken. Und der ist mitunter wahnsinnig gefährlich. Hat man ja gesehen, ne? An dem Gargoyle. Ah, ich habe die letzte Folge auch gesplittet, weil die war dann doch ein bisschen sehr lang geworden. Apropos, wird man nach der Uhrzeit sehen, ne? Dann habe ich die besser im Blick, die Zeit. Na ja, gut. Okay, dann kann uns das nicht nochmal passieren. Außer es ist ein Boss, ne? Dann werde ich den nicht schneiden. Dann mache ich das dann alles in einer großen Folge quasi. Na, ich werde schon schneiden, die große Folge, denn in mehrere kleinere Folgen, wenn es ein Boss ist, wie ich das jetzt öfter mal gemacht habe. Oh, hier sind auch Wölfchen unterwegs. Okay. Und den falle ich gar nicht weiter auf. Das ist schön. Lasst mich mal in Frieden, ne? Lass ich euch in Frieden. Gut. Er wollte zum Angriff übergehen. Ja, gut, sonst habe ich nichts gegen Wölfe. Ganz im Gegenteil. Sind ja schöne Tiere, ne? Kann man nichts gegen sagen. Außer in Spielen, da sind die meistens äußerst garstig. So, wo muss ich denn jetzt lang, Leute? Kann ich da überhaupt hoch? War ich da schon oben? Ja, ich glaube, ich war da schon, ne? Hier kann ich auf jeden Fall wieder runter. Ja, hier war dieses Schlachtfeld, ne? Da wurde auf die Riesen geschossen mit diesen gewaltigen Pfeilen oder so. Oder Bolzen. Ja, die waren ebenfalls riesig. Ja, sonst hätten sie ja gar keinen Schaden anrichten können bei den Riesen, ne? Also demzufolge mussten die auch groß sein. Also ich bin ganz gespannt, was hier hinter der Lore sich verbirgt. So, ja, jetzt gehen wir nochmal hier hoch, aber ich glaube, da war ich schon. Wie ich mich kenne, werde ich da wohl zuerst nachgesehen haben. Irgendwas Besonderes ist. Genau, hier waren die Grabsteine. Ach so, ja, und dann alles klar, ja, ja. Dann schließt sich der Kreis. Ich glaube, hier war auch nichts weiter Besonderes. Ich höre jetzt ein Geräusch. Ach so, ja, hier waren nur Untote und so, ne? Und da habe ich, glaube ich, schon alles gefunden. Oh, die schießen auf mich. Ach, heute nicht die besten Reflexe, merke ich gerade. Das sehr spät wahrgenommen. Dass die hier um sich schießen, wie wild. Ja, naja, auf jeden Fall sind wir jetzt weiter auf dem Weg zur Hauptstadt Leyndell. Und ja, gut. Das haben wir uns ja schon hier angesehen. Ja, ich halte die Nachrichten natürlich hier immer für. Genau, die Treppe sind wir da hochgeritten. Alles klar, jetzt geht's hier weiter. Das Torbogen. Sonst noch was hier? Nö. Nein. Oh, immer noch Leute. Oh, das haben wir noch gar nicht aktiviert gehabt, okay. Haut der Gnade meine ich natürlich. Wir sollten es aktivieren auf jeden Fall. So viel steht fest. Man weiß nicht, was hinter dem Torbogen lauert. Oh, noch ein Bäumchen. Da waren wir da schon? Nee, wir sind ja von da gekommen oder so. Ich gucke mir das hier erstmal vorsichtig an. Jo, da ist direkt ein Lager. Ach, das ist ein anderer Erdenbaum. Okay, vielleicht waren wir bei dem sogar schon. Na dann, alles was man hier sieht, kann man auch betreten. Nee, muss ich, hä? Oh. Wer holt denn da? Oh! Wer bist denn du? Wer seid ihr? Die halten eine Menge aus, also. Immerhin, zwei Schläge. Was hat er denn? Kopfschmerzen? Tut mir eigentlich nichts.
Ich lasse ihn am Leben. Das ist für mich sehr richtig untypisch. Ja, keine Ahnung, Leute. Ich schätze mal, ich muss hier weitergehen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen sollte. Oh, was haben wir denn da für jemanden? Ja, für einen Gegner, meine ich. Das könnten wir hier nicht anvisieren, ne, wenn es kein Gegner wäre. Ach, da sind noch mehr von denen. Na, was suchen die? Ah, auch dahinter wird sich eine ausgeklügelte Geschichte verbergen. Ah, auf jeden Fall habe ich das Ding jetzt aktiviert hier. Ach, ich raste dran. Was soll's, Leute? Ich habe, glaube ich, hier soweit alles durchstrohmat. Moment. Da stand noch was. Kann ich denn da noch machen? Ach, guck mal, jetzt ist hier was markiert. Ach, ich kann mit Milena jetzt auch sprechen. Ach, das ist jetzt gesondert markiert nach einem neuen Patch, oder wie? Ach, ich kann eine Flaschenaufladung hinzufügen. Jetzt habe ich ja die 4, genau. Das ist geil, ja. Eine deutliche Komfortverbesserung, würde ich mal sagen, ne? Perfekt, Leute. Und mit ihr sprechen wir jetzt. Schön. Geil. Words of Queen Marika, who vanished long ago. If you wish, I will share them with you. Ja, bitte. Ich habe natürlich Interesse. Selbstverständlich. Queen Marika's own words. Hear me, demigods. My children, beloved, make of thyselves that which ye desire. Be it a lord, be it a god. But should ye fail to become aught at all, ye will be forsaken, amounting only to sacrifices. Aha. Ja, kann ich jetzt noch weiter mit dir reden, oder? Was das? Shall I turn your runes to strength? Verwandeln. Nee. Das wollte ich jetzt nicht. Macht's ja sonst nicht. Sonst klappt das auch immer ohne dich. Nee, reicht ja auch nicht aus. Ach doch, gleich, das ist nicht ausreichend. Gut, jetzt haben sie nach wie vor nicht verbessert. Na, gut, jetzt löst sie sich einfach wieder auf. Oh, jetzt zeigt das Teil aber dahin. Hä? Warum zeigt der jetzt dahin, der Wegweiser? I don't know. Nee, doch falsch hier. Falschen Dampfer. Oh, diese riesen Krater, das waren nur Explosivpfeile. Oh, ist das hier ein Schädelchen? Die triggert mich immer arg, ey. Muss ich mal mitnehmen. Moment, hab ich mitgenommen. Ja. Da sind die Windmühlen. Kam ich von hier oder was? Nein. Nee. Aber hier geht's ja gar nicht in Richtung Hauptstadt. Hier geht's ganz woanders hin. Nee, war ich offensichtlich auch noch nicht. Oh, hier hat's was Besonderes. Oh, eine goldene Rune. Oh, die greifen mich an. Okay. Ich kann mich verteidigen. Muss ich mich sogar. Das ist ein Zweck der Übung. Oh, ich hab nur geschlafen oder pausiert. Altus Plateau, hier ist das. Ja, okay. Wollte ich auch mal hin. Das ist scheinbar nur ein anderer Weg in die Hauptstadt. Boah, die machen mir gar keinen Schaden mehr. Also hier bin ich schon relativ stark. Na, aber das haben wir ja schon in den letzten Folgen so festgestellt, ne? Dass ich hier schon fast OP bin. Obwohl, kann man im Spiel jemals OP sein? Ich glaube nicht. Na doch. Also man mehr, also gerade hier, glaube ich, in Elden Ring, da kann es schnell mal passieren, ne? Dass man da mal OP ist. Man vorher woanders war und so, vielleicht an schwierigeren Stellen sich bewährt hat und dann relativ zügig aufgestiegen ist und dann ja, geht man wieder an den vorgestimmten Weg sozusagen, vorbestimmten Weg. Und oh, diese Katapulte. Und ist dann natürlich ungleich stärker. Auf einmal, ne? Boah, ist doch kein Schaden. Ne?
macht es mal ein bisschen entspannter zur Abwechslung. Dann und wann tauchen ja doch mal Gegner auf, die einem dann durchaus Paroli bieten können. Ja, wie diese. Oh, hier geht's runter auch. Okay, okay, okay. Oh, okay. Hey, wo bin ich, Leute? Vielleicht mal die Karte aufrufen. Neue Karte gefunden. Landel Hauptstadt. Ja, ja, soweit so gut. Aber ja, hier ist das Platt. Wow, da fehlt da trotzdem noch ein gutes Stück. Da ist ein bisschen was dazugekommen, ja, aber es ist Nacht mittlerweile, okay. Das war der Schmusebaum. Da ist die Hauptstadt. Also, okay, ich bin noch außerhalb, ja klar. Das ist das alte Plateau. Aha, okay, aber offenbar war ich hier noch nicht. Habe ich mir ja scheinbar noch nicht zugetraut damals oder so. Weil ich hatte einfach keine Karte. Ich wollte erstmal die Karte finden, ja, wahrscheinlich war das mein wahrer Beweggrund. Meine Intention, erstmal einen anderen Weg einzuschlagen. Oh Gott. Oh Gott, der ist ja allgegenwärtig, so riesige. Ja, den sieht man natürlich in der Nacht am besten, ne? Den richtigen Eldenbaum, nicht den niederen. Niedere gibt es ja hier wie Sand am Meer. Gefühlt auf jeden Fall. Aber letzten Endes gibt es auch nur den einen. Ne? Den einen großen. So, hier ist wieder ein Skarabäus. Hören meine müden Ohren. Da ist er. Ne, erstmal Skarabäus snacken. Oi, man hat sich gelohnt, eine Asche bekommen. Kriegsasche, Blitzschnitt. Ja, lasst mir das doch erstmal. Oh. Kann mir nicht mal seine neuen Aschen in Ruhe angucken. Oh, ist ja schön, dass du sowas kannst. Geholfen hat dir auch nichts. Aua. Hätte lieber vorher zuschlagen sollen, ne? Wäre effektiver gewesen. Cool, hat sich gelohnt. Also für die Kriegsasche, ja. Bestimmt auch was Schönes drin? Nee. Ah, Zerstörung. Ja, mehr aber auch nicht. Ohne Sinn und Verstand. Aber hier ist nirgends eine Kiste versteckt, leider. Hier gab es halt nur die Asche, ne? Das war das Besondere. Ja, es gibt immer was Besonderes, keine Frage. Aber mehr auch nicht. Gut. Nein. Es ist rar gesät, ne? Das heißt rar gesät, also Kriegsaschen gibt es hier auch sehr viele. Oh, das sieht auch schön aus. Wie kommt man denn da hin? Aha, nachdem man... Oh, das sieht ja geil aus. Cool, Leute. Das gefällt mir auch. Das motiviert mich noch zusätzlich. Denn da werden wir irgendwann sein. Ja, definitiv. Oder hinkommen, besser gesagt. Wodurch auch immer. Oh, da ist ein kleines Känguru, ne? Ja, auch die Pflanzen brauchen wir dann und wann mal. Ja, dann sollte ich sie auch mal einsammeln. Ja, genau so. So, das bleibt hier leider nicht aus, ne? Weil es nun mal, ja, das ist halt der Open-World-Charakter von dem Spiel, ne? Dass man dann und wann doch mal ein bisschen grinden muss, aber das kann man alles, ja, verbinden, ne? Mit dem Erforschen der Umgebung. Hier habe ich nicht eingesammelt, naja, ist egal. Von denen habe ich, glaube ich, genug, von diesen komischen Mohnblümchen. Zumindest muten die so an, wie welche. Also, da ist noch ein Katapultchen, aber mehr ist hier, glaube ich, nicht. Oh, das hört sich nicht gut an. Hier schießt was. Jetzt schießen die Dinger. Jetzt schießen die. Ich glaub's wohl. Kaum habe ich mich ein bisschen entfernt, schießen die auf mich, ey. Wie kann denn das sein? Die Trebuchets hier. Wer hat die angeschmissen? Ach hier. Schweinebacken. Das ist nicht sehr nett. Wie ist denn das, wenn ich die erledigt habe? Können die nicht mehr schießen? Natürlich cool. Na, ist das die Frage? Also. Ah, okay. Ich mach die erstmal kalt hier, bevor sie dann schießen. Ups, ja wohl. Fangen die an, auf mich zu schießen hier. Sowas von dreist. Warum vor allen Dingen auch, ne? Ich bin auch nicht wirklich die größte Gefahr hier. Naja, doch, eigentlich schon. Oh, was haben wir denn da? Eine Saat.
Oder da oben wird auch auf mich schießen. Na, ist egal. Das ist dann eine. Obwohl, da ist auch noch was. Moment, da ist eine Kirche oder sowas. Wow, Sturm. Warum wird es hier auf einmal so windig? Hat sich das Wetter verändert? Kann sein, ne? Passiert, glaube ich, auch dann irgendwann mal. Ja, es regnet ja auch mal. Ad hoc. Gut. Ah, siehste. Das ist dann doch noch eine Kirche. Wunderbärchen. Jenseits des Lagers. Das machen wir gleich. Und hier. Ah, oh. Hier kann ich was beschwören. Meine Kriegsasche. Meine Qualis. Das ist schön. Das beruhigt. Hier, Schweine. Schweine. Nicht Schwäne, Schweine. Oh, ich dachte, da steht der. Das war nur der. Die Krone des Baums. Oh, das ist ein. Oh, das ist ein bisschen stärker, sagen wir so. Deswegen kann ich hier die Quallen rufen. Süß. Oh, ich liebe es, wenn man stärker wird, so, ne? Das ist. Kann ja noch jemanden zur Hilfe rufen? Oder. Dass wir so ein. So ein. Standdildo. Keine Chance. Ah, oh, das ist geil. Das ist ein schönes Gefühl. Ah, oh, wir sind hier, wie gesagt, OP. Ja, da merkt man das. Weil hier, wie gesagt, hätte ich die Quallen rufen können. Also, war hier scheint ein richtiger Boss zu sein. Und die euch gut getroffen, würde ich mal sagen. Ist ja nicht immer der Fall, leider. Aber das ist kein leuchtendes Schädel. Da wird kein. Ne, da kann ich mir sparen, die Mühe. Doch keine Kirche, wa? Eine alte Ruine. Ne, ist ein Turm. Aussichtsturm der Hochschule. Oh, das ist sogar was Besonderes, Leute. Also wenn es eine Bezeichnung hat, dann ist das in der Regel was Besonderes. Schön. Oh, da lungert hier wieder so ein. Ey, schwere Bestienknochen haben wir gefunden. Ach, jetzt kommen die hoch hier. Ah! Oh, langsam sollte ich aufpassen. Aua, wo kommst du? Naja. Von oben oder von unten? Na, ist so egal. Das war dein letzter Gang, dein Wehrgang. So. Oh ne. Hä? Schlechter noch einer. Nee. Moment, ich muss nochmal die Fallattacke üben. Wie waren die hier nochmal in dem Spiel? Die ist ja ein bisschen anders, ne? Als in Dark Souls. Tü. Oh ne. Ich muss das erstmal üben. Ist ja nicht so, dass ich schon 1000 Stunden dieses Spiel spiele. Na komm, erstmal runter. Komm. Ah. Andere Seite. Aua. Heilig mich? Nee. Ruhe. Ah, Rotti. Wunderbar. Moment, wie war denn das? Hm? Ja, das ist die Magie-Attacke. Also, naja, Magie. Ist übertrieben, ne? Aber. Die Mana-Attacke, sagen wir es mal so. Die Fokuspunkt-Attacke, oder wie es hier heißt. Ja, das war auch der falsche Knopf. Wie hatte ich das mal gemacht? Es gibt ja hier die Fallattacke, ne? So ist es nicht. Die ist so ein bisschen anders. Das ist auch nicht. Gut, fehlt nur noch. Ich zeig alle durch fast. Jetzt noch R2 und dann haben wir sie alle. Oder muss ich zwei Tasten gleichzeitig drücken? Ich glaube nicht, oder? Ja, das ist sie. Okay. Man wird nicht immer R2. Ich weiß nicht mehr. Lange nicht mehr Dark Souls gespielt. Egal. Jetzt gehen wir hier hoch erstmal. Hier ist bestimmt noch was Besonderes. Haha. Du? Ey, das Schatten irritieren mich immer. Ach, das Bämchen. Ja, das holen wir uns noch. Das ist bestimmt wieder eine neue Saat.
Eine neue Saat. Ist wie ein neues Leben. Ist ja hier wirklich so. Sinnbildlich. Ach, nicht, dass er uns hier wegteleportiert, ne? Das wäre jetzt ungünstig. Außer an einen Ort, den wir schon kennen, dann können wir uns umgehend zurückteleportieren. Aber da ist auch ein Dorf wieder oder sowas, ne? Mit den Windmühlen? Ja, das können wir uns ja mal näher ansehen. Gut, bevor wir in die Hauptstadt gehen, gucken wir uns das Dorf an. Kann ich mit leben. Ein Großbogen. Großpfeile. Noch mehr Großpfeile. Ja gut, werde ich nicht nutzen, ne? Sage ich euch gleich. Also jetzt noch nicht. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich dann auch aufs Stärke gehe oder ja, was auch immer. Aber wir können sie uns gerne ansehen. Nö. Nö, sind die hier mit bei, die Bögen? Vielleicht verrät uns der Bogen ein bisschen was über die Lore. Großbogen. Das ist ein gigantischer Großbogen, der jeden Menschen überragt. Normal starke Personen können ihn nicht einmal spannen. Also ja, da brauchen wir enorme Stärke, ne? Die Gewalt seiner Schüsse ist jedoch außergewöhnlich. Mit Großbögen lassen sich nur Großpfeile abfeuern. Und die haben wir auch bekommen. Talent durch und durch. Ein mächtiges Talent für Bogenschützen. Bei dem ihr einen Großbogen schräg haltet, macht den Bogen breit und verdreht die Sehne, um einen mächtigen Großpfeil abzufeuern, der Gegner durchschlägt. Ja, definitiv. Jo, ja, Stärke 20 bräuchten, aber was haben wir denn 10? Ja, Stärke habe ich ja, bin ich ja noch gar nicht gegangen, ne, muss man dazu sagen. Brauchte ich ja bisher auch nicht, ne? Ich bin ja ein Bleedbild in erster Linie. Aber wenn ich eine gute Blutungswaffe bekomme, die skalieren manchmal nämlich auch ein bisschen mit Stärke, dann werde ich auch Stärke gehen, ganz klar. Ne, aber Feuer ist es ja noch nicht notwendig. Also, ja, wollen wir mal nichts überstürzen, ne? So, dann gucken wir uns den Turm hier erstmal noch weiter an. Was es hier noch so gibt. Denn den kann man hier im Runden, wie es aussieht. Ah, da sind welche gestorben. Aber da liegt was, da liegt was, da liegt was. Geil. Ja, cool. Wie sagt man? Muss man doch schaffen, oder? Ne, schafft man nicht. Scheiße. Das sah so aus, ja, dachte der andere wahrscheinlich auch, dass man das schaffen kann. Verdammter Mist. Erster Tod in dieser Folge. Ah, verdammt. Unnötiger Tod noch dazu. Ja, die meisten Tode sind unnötig, ne, davon ab. Aber da ist halt was. Ja, da ist irgendwas Besonderes. Und das möchte ich natürlich haben. Wahrscheinlich eine Rüstung, nehme ich mal an. Aber da muss ich mich nochmal hier irgendwie informieren, wie man da hinkommt. Ja, das ist natürlich super gewesen, dass ich da den Ort denke. Naja, wenigstens ist jetzt wieder Sonnenschein. Sprich, der Tag ist angebrochen. Oh, hier ist die Bildrate relativ inkonsistent. Ach, der ist ja wieder da. Ich dachte, der... Ah ja, den muss ich nochmal anschauen. Huch, wo ist mein Gaul hin? Wow, Alter. Geil. Ah, alter Spiel. Au! Ey, ich muss ihn leider auch mitnehmen, ne? Sonst lasst er mich nicht in Ruhe, ich merke schon. Seid. Oh, Schmiedestein. Moment, ein Schmiedesteinchen. Oh ja. Das Geile ist, dass ich die auch kurz staggern kann, ne, wenn ich sie angreife. Scheinbar, weil ich schon so viel Schaden mache. Das schlägt sich nämlich auch in der. Jeder besetztes Tabat. Komm mal, ich glaube, das habe ich schon. Was machst du hier für Zirkus? War das deine starke Attacke? Oh. Ach ja, genial. Ja, so macht das Spaß. So macht das doch Laune. Oh oh. Was wirft er? Achso. Blitz. Ah, hier kann man schlecht kämpfen, ne? Also Gegner, die oben sind, sind immer im Vorteil. Ist auch bei Strategiespielen immer so. Ja, jetzt gehe ich mal von hier aus da hoch. Wahrscheinlich ist das... Oh je. Na gut, die habe ich jetzt nicht ausgeschaltet. Ist mir eigentlich relativ... Wumpe jetzt. Oh.
Hält ja einfach. Oh, da oben sind ja noch mehr. Den, das wissen wir ja. Oh, die kommen nicht runter. Warum kommen die jetzt nicht runter? Oh, keine Zeit. Ich müsste aber hier vorbeikommen, oder nicht? Ich sollte mal meine... Oh, goldene Pfeile. Na toll. Für goldene Pfeile habe ich hier mein Leben aufs Spiel gesetzt. Und meine Runen vor allen Dingen. Aber die dürften noch oben sein, ne? Ja, ich dachte, normalerweise sollte man immer den Starken zuerst angreifen, ne? Super, mal wieder 12 zusammen. Schön, schön. Aber das ist, finde ich, das ist schon mal eine deutliche Verbesserung. Ein Zugeständnis an den Komfort, ne? Dass jetzt alles, was man durchführen kann, markiert ist nochmal gesondert. Also das kommt mir sehr entgegen, ja. Also gerade weil ich ja so ein Blindfisch bin und sowas immer gerne übersehe, ist mir doch sehr geholfen. So, Delle. Wo bin ich denn runtergefallen? Oh, jetzt war mal kurz eine Bildrate von 60 da. 60 FPS, na gut. Die Aufnahme ist trotzdem bei 60 FPS. Auch wenn sie natürlich nicht immer danach aussieht, ne, wie man sieht. Aber dann und wann ist es ja so. Naja, ich spiele ja meinen 4K hier. In Ermangelung einer neueren Grafikkarte, naja, gut. Das ist eigentlich, ich denke mal, manch einer würde sich glücklich schätzen mit einer 3060 Ti, ne? Das ist schon nicht schlecht. Mag die auch sehr. Hab sie lieben gelernt. Klar, schneller geht natürlich immer. Es ist immer besser, wie auch immer. Aber bei den aktuellen Grafikkartenpreisen muss man sich das schon genau überlegen. Wo habe ich denn meine Runen? Habe ich die schon aufgenommen? Nein. Aber wo sind sie? Wo sind sie? Wo habe ich mich denn da fallen lassen? Jetzt artet die Folge hier aus in ein Suchspiel. Ja, ich gehe mal kurz runter nochmal. Ne? Dann gucke ich mich nochmal unten genau um. Hätte ich das gleich gemacht. Ich dachte, wären Klamotten, eine schöne Rüstung oder sowas. Nein. Die uns ein bisschen was erzählt. Natürlich die goldenen Pfeile könnten ja vielleicht was erzählen. Ich wachse zu bezweifeln. Wo habe ich mich denn da runtergestürzt, Leute? Ich meine, man sieht nicht wirklich, auf welcher Ebene die sind. Die sind da, ja, aber wo? Wo genau? Hier, ich bin bei den falschen Ausgang genommen. Müssen sie hier sein. Ja, da sind sie. Super. Oh, Gott sei Dank. Weil ich kann demnächst wieder aufsteigen. Also das sollte ich jetzt nicht riskieren, die zu verlieren. So. Apropos Zeit, ne? Oh, geht voran, aber ein bisschen haben wir noch. Oh Mann, ich habe wieder die Zeit mit unnützen Geräne hier totgeschlagen, leider. Schade. Ja, die Folgen vergehen immer so schnell. Das ist Wahnsinn. Das ist so ein geniales Spiel, was die Zeit frisst. Ui, was war das jetzt? Ich glaube, ich sollte die doch vorher kalt machen. Das ist nicht zielführend, sich hier beschießen zu lassen, glaube ich. Jo. So, Jungs, das habt ihr euch jetzt verspielt. Weil ihr seid relativ zielgenau mit euren Katapulten. So. Das ist so langwierig, die kalt zu machen. Leider. So war hier nicht noch einer. Ja, da unten. So, Junge. Fuchteln war ein bisschen an uns vorbei hier. Super, das war. Okay, dann noch da oben. Den letzten. Na, der kann uns auch gefährlich. Ist uns ja schon gefährlich geworden, je, ne? Den wir uns gerade richtig schön getroffen hat. Eine Breitseite verpasst hat. Aber das ist leider keine Rotte, glaube ich, ne? Ah, was hat's mit den Windmühlen da auf sich? Also da bin ich schon mal sehr neugierig. So, den Turm haben wir. Habt ihr euch auch alles gefunden? Das ist immer so hoch hier. Das ist mir mal nichts.
Finde ich immer ein bisschen riskant, darunter zu hüpfen. Weil, ja. An der einen oder anderen Stelle kann man da schnell mal das Zeitliche siegen. Und an anderen Posten, da kann man wieder kilometerweit nach unten fallen. Hey, den Baum sieht man jetzt so schlecht, wa? Aber hier ist er. Mit einer Saat, richtig? Jo, güldene Saat. Aber jetzt brauchen wir wahrscheinlich 4, 5 oder so oder 6. Also man braucht immer mehr, leider. Aber man findet auch. Man findet auch. So ist es nicht. Ah, oh, das sieht doch mal an der Wange streiche. Mein Kreilchen. Oh, was? Wo? Ach da. Ich hab dich doch gehört, Junge. Keine Sorge. Oh Mann, ey. Oh, die springen auch relativ viel. Ja, das war eine Rotte. Das hat sich gelohnt. Okay, danke. Ah je. Noch mehr Katapulte. Eine kaputte. Gut, die können nicht mehr schießen. Kaputte Katapulte. Okay, da waren wir. Oh. Ich hab die überall nicht eingesammelt. Genau. Sehr schön. Hier noch ein Pilzchen. Oh. Das, die wirken so schön beruhigend. So, okay. Da ist eine Schlucht, da sollte man möglichst nicht runterfallen. Alles klar. Gibt es da irgendeinen Vorsprung vielleicht? Ist ja auch manchmal der Fall in diesem Spiel. Na, und dann geht da vielleicht in eine Höhle rein. Gut, nee, sieht nicht danach aus. Gut, dann können wir uns da in diesem Dorf näher umsehen. Oder was immer das sein soll mit den Windmühlen, der Ort hier. Was ist denn das hier immer, was hier wächst? Befleckte goldene Sonnenblume. Oh, hier gibt's Sonnenblümchen. Das ist schön. Oh, ein weißer Wolf wieder. Ein Alpha-Tier. Aber bei dem war ich schon, ne? Bei dem. Oh. Oh, wo kommt. Wieso ist der wieder hochgesprungen, oder? Gesprungen. Oh, er hat was dabei. Ne, die haben meistens was dabei. Bisschen Knochen, genau. Das Übliche. Ist da noch so ein Bäumchen, oder was ist der, den wir. Oh. Schade, dass man das nicht sieht, ne? Ob man bei dem schon war, bei dem Bäumchen oder noch nicht. Bin mir nämlich gerade nicht sicher. Also, kann schon sein, dass wir den schon hatten, ja, aber. Hm. Meine Hand ins Feuer dafür legen würde ich jetzt nicht. Okay, aber hier sind ja auch so schöne Windmühlchen. Die können wir uns auch nochmal näher zu Gemüte führen. Ich würde eigentlich wieder einen anderen Helm aufsetzen, aber gut. Egal. Man kann ja öfter mal, ne, ein bisschen Fashion Souls spielen. Ne? Boah, wie viel wächst hier? Oh, hier haben wir was Besonderes sogar. Ach nee, das ist nur der Schädel. Das ist nichts Besonderes, das ist nur eine kleine Rune, aber wie gesagt, Kleinvieh macht ja auch Mist auf Dauer, ne? Ach, das ist jetzt Windmühlendorf! Dominula! Ein Dorf wieder, ja. Oh oh, oh oh. Gefällt mir hier gar nicht, Leute. Oh, wen haben wir denn hier? Hier haben wir noch unseren Freund. Den sphärischen, was auch immer. Ah, ich höre eine festliche Melodie. Ich nicht. Ich höre nur irgendwie das Gegacker. Nein, nein, häutet mich nicht. Oh Gott. Meine Haut ist schmutzig, ich schwöre es. Warum wollten sie ihn häuten? Oh Gott, sie wollten ihn echt häuten. Ah, ich schätze mal, dasselbe wird auch uns blühen, wenn wir hier nicht aufpassen. Ja, hier können wir jetzt. Ach, die tanzen da, das ist okay. Nach der Melodie anscheinend. Zeit vertreiben? Ne, brauchen wir nicht. War hier eine Nachricht, eine wertvolle? Mehrere Nachrichten. Ah, Blume! Ich ertrage das nicht. Die Blumen sind ja schön, aber diese garstigen. Guck mal, die haben. Mit denen hat es bestimmt eine besondere Bewandtnis. Also es sind Gegnerinnen. Also die tun mir noch nichts. Die tanzen einfach nur. Gut, solange sie mir nichts tun, tue ich euch auch nichts.
Was ist das für ein beklopptes Dorf hier? Und wie lustig. Hm? Keine Objekte voraus, sicher? Vertrauen wir dir mal. Aber man hat hier einen schönen Ausblick. Na, sie tun mir nichts. Wahrscheinlich wirklich nur, wenn man so angreift, attackiert. Sie sich bedroht fühlen oder so, aber man weiß es manchmal nicht. Speichert hier auch permanent. Ja, aber die machen nichts. Also ihr seht's ja. Die tun mir nichts. Aber vielleicht, wenn ich das hier eingesammelt habe, dann kommen sie auf mich zugestürmt wahrscheinlich. Ich seh's schon kommen. Ja, ja. Noch seid ihr friedlich. Ah, vielleicht ist hier doch ein Eingang. Hm, schade. Da war ich ein bisschen zu langsam. Vielleicht geht's hier rauf? Nee. Das schaffe ich nicht. Da habe ich noch nicht den Doppelsprung freigeschaltet. Nein, das gibt's hier nicht. Ist ja kein Castlevania. Wenn es auch sehr anmutet wie ein Castlevania in 3D, ne? Gab's ja schon mal, ne? Ja, Gott, wie hieß denn das? Lords of Shadows oder so? Gut. Was haben wir denn da? Schön, das ist ein Runenbogen. Und kommt der jetzt an hier? Rumpelt, ne? Die tanzen einfach vor sich hin. Oh, solange sie tanzen, lass sie tanzen. Da tun sie mir ja nichts. Ist ja witzig, wa? Keine Hunde voraus, das ist gut. Ist gut zu wissen. Denn die sind hier gefährlich, ne? Aber vielleicht, wenn wir irgendwas Bestimmtes haben mitgehen lassen, dann wären sie vielleicht aggressiv. Könnte ich mir vorstellen. Hier ist bestimmt irgendwas Besonderes. Möchte die Folge jetzt ungern beenden, Leute. Also, seht's mir nach, wenn die ein bisschen länger wird gerade. Aber ich möchte halt nicht verpassen, ne? jetzt auch einmal rum. Ist hier wieder ein Adler. Da, jetzt runter hoch. Aber noch mehr Adler. Hier kann man Adler fahren. Das ist schön. Die tanzen nicht. Warum tanzen die nicht? Warum tanzt ihr nicht? Sprich! Da geht's nämlich noch höher. Ach du Scheiße, Leute. Oh Mann, die Folge wird zu lang. Ah, ihr greift an. Ihr seid nicht so nett. Ah, vielleicht werden jetzt die anderen noch aggressiv. Ja, mal gucken. Ne, lassen sie sich da, zeigen sich davon unbeeindruckt. Aber die Windmühlen wollte ich mir noch ansehen. Ja, ich gucke mir noch die Windmühlen an, dann machen wir Schluss. Na, einigen wir uns darauf. Vielleicht ist da auch was versteckt oder so. Eieiei. Oh, hier sind die Altusblüten. Die gibt es wahrscheinlich nur hier. Auf dem Altusplateau. Aha. Die Mühle ist relativ weit weg. Oh Gott, was ist da für ein Wesen? Die kennen wir doch auch. Die arbeiten hier für die, oder was? Damit die in Ruhe tanzen können. Okay. Da unten ist auch noch eine Mühle. Okay, oben und unten geht's hier weiter. Na gut. Wo gehen wir zuerst lang? Ist die Frage, ne? So, geht's hier runter? Klar, es geht immer runter, ne? Aber... Was sagt er? Vorsicht vor Riese, daher Kampf zu Pferde versuchen. Ach, alles gut. Wo ist denn hier ein Riese? Hockt der irgendwo? Hat der sich irgendwo versteckt? Ah, Moment. Ah, ist hier doch noch ein Baumschmuse? Oder wie? Den wir noch nicht hatten. Denkbar. Denkbar wär's, Leute. Ah, ist eine Brücke, die zusammengekracht ist. Ja, ja, das passt alle zusammen, ja. Aha, ihr seid doch böse. Na, okay. Einer kreischt und dann greifen die anderen an, verstehe. Ja. Mit ihrer dicken Keule da. Schädelkeule. Ah, wessen Schädel ist so groß? Oh, festliche Kleidung. Geändert. Die wurde schon geändert.
Warum? Oh, die werfen auch mit Feuerchen um sich. Naja, sowas. Ist nicht nett. Und ihr häutet Leute, hab ich gehört. Gassiert da so ein Gerücht. Giftfett, das ist gut, kann man sich auf die Klingen tun. Das ist wäre interessant für die nächste große Sternfallbestie oder erwachsene Sternfallbestie, ne? Denn da haben wir ja gemerkt, dass die relativ empfindlich sind gegen Gift. Das braucht man als Giftfett einfach, ne? Das ist echt nützlich. Ich meine, irgendwann macht man auch Schaden mit scharfen Waffen gegen die, keine Frage, aber hier dauert, das dauert halt wirklich, ne? Oh, ich höre wieder so. Skarabius! Aua! Achso, also die machen denkbar wenig Schaden, aber der hat was verloren. Wo soll hier ein Riese sein? Ah, ist das Skarabius. Oh, Scheiße. Ah, wieder eine Asche. Oh ja, Schutz des Erdenbaums. Noch eine Asche bekommen. In einer Folge zwei Aschen, das ist doch was. So Leute, aber ich würde mal sagen, damit die Folge nicht wieder zu lang wird, mache ich erstmal Schluss an der Stelle. Hier scheint keine Gefahr zu drohen, oder? Hä, wo ist der Riese? Ne, hier ist kein Riese. War wahrscheinlich nur eine Fake-Nachricht, aber wir werden es erleben, Leute. Also ein Bye-Bye, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, euer Schack. Lasst es euch gut gehen. Und falls euch die Folge gefallen hat, ist der, lasst ein Like in Norden da. Bis dann.